Is he the brother from another mother oder wie? Ja, ja, Bruder von anderer Mutter. Jungs, wie geht man mit dem Druck um, der aktuell auf euch lastet? Ist es schwer, Bestandteil dieser Mannschaft zu sein oder wird es einem auch etwas leichter gemacht? Ich sehe das nicht so aus, dass wir jetzt so einen Druck haben. Natürlich, wir sind in einer Top-Mannschaft mit Top-Charakteren. Uns wird das schon recht leicht gemacht, dass wir da eine finden. Und mittlerweile sind wir auch schon ganz gut drinnen und bringen auch schon gute Leistungen. Und das geht halt auch noch mit einem guten Team im Hintergrund. Herr Resch, wenn man sich jetzt die rasante Entwicklung des LASK ansieht, ist man wahrscheinlich auch auf Präsidiumsseite sehr zufrieden. Ja, also mit der Entwicklung sind wir sehr zufrieden grundsätzlich. Wenn ich ein bisschen zurückblicke, wo der LASK vor 5 Jahren gewesen ist, als sozusagen der LASK neu gestartet ist unter neuer Führung, wir damals in der Regionalliga gespielt haben, dann Gott sei Dank gleich im ersten Jahr den Aufstieg geschafft haben, dann die zweite Liga und dann ja doch 2 Jahre gebraucht haben, um dann wirklich den Aufstieg dann im dritten Jahr dann noch in die Bundesliga zu schaffen und wo der LASK jetzt ist, nämlich ich würde sagen etabliert in der österreichischen Bundesliga, aktuell ja mit vorne dabei. Macht es natürlich schon happy und stolz, aber ganz zufrieden sind wir nie. Wir haben schon noch einiges vor. Man spricht immer mittlerweile auch von einer gewissen LASK-Mentalität. Wie sieht der Athletiktrainer die LASK-Mentalität? Wie sieht denn die genau aus bei den Spielern? Erst einmal, dass jeder Spieler lernwillig ist, lernbereit ist, besser werden will, sehr ehrgeizig ist, einen Eigenantrieb hat und das spiegelt sich nicht nur in den Spielen wieder, sondern auch im täglichen Verhalten von den Spielern. Sie sind wirklich hochprofessionell. Ich muss nicht mit der Peitsche dastehen und die Jungs in den Fitnessraum peitschen, sondern sie machen das von selber. Sie wissen einfach, dass das Basics sind, die dazugehören. Und das ist auch für mich ein Teil der LASK-Mentalität.